Ein Hallo nach Deutschland. Wir sind weiterhin auf der CES 2020 für euch unterwegs und der vierte Tag, der startet bei Be Quiet. Da sehen wir sicherlich einige neue Produkte und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Wir fangen an mit den Gehäusen und zwar kennt ihr ja das Purebase 500, hatten wir auch im Test, hat auch einen Award bekommen. Und ja, einigen Usern ist ja, sage ich mal, der Airflow besonders wichtig. Deshalb hat sich Be Quiet gedacht, wir machen jetzt mal ein Gehäuse auch auf Basis des Purebase 500 als Airflow-Version. Das ist das 500DX, Purebase 500DX. Und wie ihr sehen könnt, hier vorne die Front ist Mesh, oben auch entsprechend ein Mesh-Cover, was ihr auch abnehmen könnt. Und ja, deshalb Airflow optimiert. Man hat natürlich die eigenen Lüfter eingebaut, hier einmal vorne einen, einmal hier hinten und einmal auf der Rückseite. Da hat man viel dran gebastelt und hat überlegt, welche Konfiguration tatsächlich für das Gehäuse das Beste ist und ist dann am Ende auf diese Dreierkombination gekommen. Der Body ist das gleiche vom Purebase 500. Es wird mit Seitenpanel verkauft, also keine Metallvariante an der Seite. Und es gibt es in Schwarz und in Weiß. Hier vorne seht ihr die RGB-Beleuchtung, die lässt sich natürlich auch über das Mainboard steuern. USB 3.1 hier oben als Veränderung. Ja, und es wird schon bald auf den Markt kommen. Ich glaube, im März war das richtig, genau, für unter 100 Euro. Also sehr schickes Gehäuse, wie ich finde, mit der Front hier vorne. Für alle Be Quiet-Fans sicherlich genau das Richtige. Ja, und dann geht es bei Kühlern weiter. Den PureRock kennt ihr auch, haben wir auch getestet. Und da gibt es jetzt eine zweite Version von. Einmal Direct Touch hier unten. Und ihr seht, ein bisschen asynchron aufgebaut, damit es auch passt bei euren RAM-Slots. Es wurden ein paar Kleinigkeiten auch verbessert, zum Beispiel hier die Arretierung von den Lüftern. Da liegt auch ein zweites Paar bei. Ihr könnt also auch auf der zweiten Seite noch einen weiteren Lüfter anbauen. Ja, und es gibt ihn in Schwarz und in Silber quasi. Hier habt ihr die schwarze Variante und die wird auch jetzt im Februar schon auf den Markt kommen. Im April, genau. Und ja, Preispunkt 39 Euro für die silberne Version, 44,90 für die schwarze. Und dann habe ich hier hinten noch den Shadowrock, das ist ja die Mittelklasse-Variante sozusagen, der Shadowrock 3. Jetzt auch sozusagen, ja, mit Cover hier oben, der Lüfter war verändert, glaube ich, ne? Genau, ist jetzt auch ein Shadowings, genau, richtig, sowas. Und kommt für 50 Euro auf den Markt. Gut, dass ich eine Soufflöse habe heute. Werden wir natürlich auch testen. Ihr seht aber, jetzt fehlt noch ein Highlight und da gehen wir jetzt mal rüber. Wie lange haben wir auf ein neues Dark Power Pro gewartet? Das letzte ist, glaube ich, aus dem Jahr 2015. Jetzt endlich kommt ein Dark Power Pro 12 und das hat es auch tatsächlich in sich. Ja, ihr könnt hier hinter die ganzen Elemente schon sehen. Fangen wir mit dem Technischen an. Es ist ein voll digitales Netzteil. Das erste voll digitale von Be Quiet. Wie ich finde, ein sehr sauberer Aufbau. 6 12-Volt-Rails. Die lassen sich allerdings auch kombinieren, wer das mag, auf einem Single Rail, wenn man zum Beispiel übertakten möchte. Ihr seht hier schon, das ist voll modular, das heißt auch der 12-Volt Mainboard-Anschluss ist tatsächlich voll modular. Es ist sehr, sehr schwer. Das liegt aber auch daran, dass man hier ein Aluminium-Cover verbaut hat, was nicht nur schick aussieht, sondern natürlich auch wirklich was wiegt. Dann gibt es natürlich noch die typischen Raffinessen von Be Quiet. Zum Beispiel dieser Silent Wings, der jetzt sozusagen so ein bisschen schwebend montiert wird, ohne Rahmen. Und da gibt es dann hier diese entsprechenden Führungen für den Luftstrom, die dann eingesetzt werden, um ja, den Luftstrom sozusagen an die richtigen Stellen zu leiten. Und dass gleichzeitig natürlich möglichst wenig Lautstärke generiert wird. Es wird ein riesen Bunch an Kabeln mitgeliefert, also natürlich alle gesleeved und so weiter. Das liegt natürlich auch an der Wattklasse, 1200 und 1500 Watt. Es wird schon im Februar auf den Markt kommen und ja, die Preise stehen auch schon fest, 389 Euro und 439. Das heißt, wer so ein richtig schönes Luxusgehäuse
Luxusgehäuse, Luxusnetzteil im Jahr 2020 kaufen will, mit Titanium-Zertifizierung und allem drum und dran, der kann sich das Dark Power Pro 12 natürlich anschauen und ihr könnt es natürlich auch bei uns im Test lesen. Falls ihr zu den Be Quiet Produkten irgendwelche Fragen habt, dann postet die einfach in die Kommentare. Wir schauen uns die natürlich an und ja, dann suchen wir nach der geeigneten Antwort. Danke fürs Zuschauen und bis bald.